weist darauf erstmal unser herzliches Beileid. Es gibt jetzt ein paar Fragen, da Ihr Sohn ja kein unbeschriebenes Blatt war. Er hat für seine Taten gebüßt. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er hatte sich geändert, er war ein anderer Mensch geworden. Ja, die Sozialprognose war ja auch wirklich gut. Ja, sehen Sie, irgendjemand hat ihn mit einem Anruf in den Wald gelockt und ihn wie ein Tier getötet. Ich frage Sie, hat er das verdient? So zu sterben verdient keiner. Noch nicht mal so ein brutaler Mörder wie Ihr Sohn. Also, ich glaube, wir beide machen jetzt noch ein bisschen Pause. Also bitte. Frau Westerhoff, was war das für ein Anruf, den Ihr Sohn kurz vor seiner Ermordung erhalten hat? Wer hat ihn angerufen? Ja, Tag. Ich brauche eine Nummer hier in der Stadt. Und zwar die von der Pension am Ostbahnhof. Ja, können Sie mich direkt verbinden. Naseband, guten Tag. Ich hätte ganz gerne das Zimmer von Herrn Mühe. Nicht da. Okay, vielleicht können Sie mir eine Frage beantworten. Seit wann wohnt denn der Herr Mühe bei Ihnen? Seit einer Woche? Nein, okay, danke, nein, nein. Ich melde mich wieder, ja? Gut, tschüss. Nein, ich habe gar keine Zeit. Eins hat keiner Verdacht geschöpft. Wir haben die Anruferliste von Gerda Westhoff überprüft. Hm? Von dem unbekannten Anrufer, der Paul Westhoff in den Wald gelockt haben soll. Ja, und? Der letzte Anruf vor dem Mord kam von einem Mann namens Mirko Schneider. Schneider, das Überfallopfer von damals. Ja, ganz genau. Der war mit seiner hochschwangeren Ehefrau vor 16 Jahren auf Hochzeitsreise. Dann wurden die beiden von Paul Westhoff überfallen. Ja, vielleicht hat der Schneider sich gerecht. Hat ihn unter irgendeinem Vorwand in den Wald gelockt und getötet. Ja, aber woher weiß der, wann der Westerhoff aus dem Knast entlassen wird und wo er danach wohnt? Na, aus der Zeitung. Da war auch dieser dicke Artikel in der Wochenendbeilage. Und hier, guck mal, die Zeitung von heute. Ja, was steht da drin? Die Namen und Daten aller Mörder, die in den nächsten 4 Wochen entlassen werden. Das kann doch gar nicht sein. Wo haben die Daten her? Gute Frage. Schönes Auto. In der Akte stand, dass Mirko Schneider Buchhalter bei einer Hilfsorganisation ist. Ey, seit 3 Tagen stümperst du dich jetzt hier von Baum zu Baum. Aber die Hecke, Mensch, die ist sowas von schief, das ist echt die Krönung. Ja. Guck dir das doch mal an, das gibt's doch nicht. Du nimmst jetzt deine Sachen und verschwindest, und zwar sofort. Aber ich kriege schon hin. Auf Wiedersehen! Herr Schneider? Kriminalpolizei, mein Name ist Nasewan, mein Kollege Ritter. Können wir uns kurz unterhalten? In der Entwicklungshilfe arbeiten Sie wohl nicht mehr. Ich arbeite an der Börse und das ziemlich erfolgreich. Ja, so dass Sie finanziell erfolgreich sind, das kann man hier schon sehen. Nach dieser Entwicklungshilfe-Quatsch, das ist lange her. Ich arbeite jetzt auf eigene Rechnung. Warum sind Sie hier? Sie haben Paul Westerhoff angerufen. Sonntag gegen 12.30 Uhr. Warum? Sonntag. Ach so, das. Ich hatte eine Postkarte bekommen mit einer Nummer drauf. Der Bitte um einen Anruf. Kann ich die Karte mal sehen? Die habe ich weggeschmissen. Sie haben also mit ihm gesprochen? Nur ganz kurz. Er wollte sich entschuldigen. Sagte etwas von, dass es ihm leid tut und damals und Drogen. Ja, und Sie? Ja, sich entschuldigen? Der Kerl hat meine Frau umgebracht. Nee, dafür gibt's keine Entschuldigung. Der soll mal froh sein, dass er nicht vor mir stand. Wer weiß, was ich mit dem gemacht hätte. Was ist eigentlich mit Ihrer Hand? Ist die immer noch gelähmt? Ja, schauen Sie ruhig hin. Da war nichts mehr zu machen. Ich habe von dem Überfall auch noch Narben am ganzen Körper. Wollen Sie die auch sehen? Wo waren Sie am Sonntag gegen 14 Uhr? Hier, zu Hause. Mein Büro ist oben im 1. Stock. Ich arbeite eigentlich fast immer. Sonst gibt's ja nichts zu tun. Und gibt's dafür Zeugen, dass Sie hier waren? Nein. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich von mir? Paul Westerhoff ist tot. Wir haben ihn gestern ermordet im Wald aufgefunden. Tja, und so wie es aussieht, waren Sie der Letzte, der noch mit ihm geredet hat. Das Schwein ist tot, gut so. Aber wenn Sie glauben, dass Sie mir den Mord anhängen können, dann haben Sie sich geirrt. Nochmal lasse ich mir mein Leben von dem Dreckskerl nicht kaputt machen. Eiskalter Typ. Ja, aber da musst du auch erstmal mit klarkommen, wenn deine Frau und dein ungeborenes Kind vor deinen Augen getötet werden. Also. Glaubst du das mit der Postkarte? Eher nicht. Aber mit der Hand. Der kann mit der Hand unmöglich jemanden erwürgen.
Was ist denn mit deinem alten Kumpel Franz? Der taucht hier auf und Paul Westhoff, dem er seinen Karriereknick zu verdanken hat, der stirbt. Robert, ich hab da gesagt, ich kümmere mich drum, oder? Haben Sie Herrn Mühe denn heute schon gesehen? Ich kann ihn am Handy nicht erreichen. Ja, nein, ist nicht wirklich, nein. Danke. Ja, okay, tschüss. Und gibt's mittlerweile eine Spur von dieser angeblichen Postkarte, die Mirko Schneider bekommen haben soll? Nee, das Altpapier ist schon abgeholt worden. Keine Chance. Keine Chance? Sagen Sie mal, was ist denn das für eine Ermittlungsarbeit? Entschuldigung, haben Sie nichts zu tun? Sagen Sie mal, schalten Sie doch einfach mal einen Gang runter. Ah, das sind Sie ja. Leute, ihr hättet dabei sein müssen. Staatsanwalt Kekedaze ist gerade richtig laut geworden. Mann. Er hat nämlich mit einem Bekannten bei der Zeitung telefoniert. Herr Gras, das ist ja alles sehr interessant. Ja, Herr Starek informiert offensichtlich die Presse mit Insiderinformationen. Ach, das erklärt ja einiges. Mhm. Fragt sich nur, wieso tut er das? Öffentlicher Druck ist das einzige Mittel, um die Gesellschaft vor diesen verurteilten Schwerkriminellen zu schützen. Ist doch so. In den USA kann jeder sehen, wer in seiner Nachbarschaft, ne, schon mal kriminell war. Online. Und hier? Hier kommen verurteilte Mörderfrauen. Keiner weiß warum. Gute Sozialprognose, dass ich nicht lache. Ach, ich muss es wohl vergessen haben. Staatsanwalt Kekedaze wartet in seinem Büro auf Sie. Wiedersehen. Wo gehst du hin? Ich hab noch was zu erledigen. Franz? Franz, ich bin's, der Michael. Komm zu dir! Franz, wie ein lahmer Hand. Komm, Franz. Hey, Junge, komm rauf. Komm, Franz, komm. Setz dich rein. Alles. Ja, habe ich. Die Fahndung nach dem schwarzen Porsche geht sofort raus. Robert ist auch schon unterwegs. Alles klar, Alex. Bis später dann, ja? Ciao. Alles klar, ciao. Sag mal, warum hast du mir eigentlich nicht gesagt, dass du schon über eine Woche in der Stadt bist? Weil ich mich erst zu spät bei dir gemeldet habe. Sorry. Ich habe mich echt gefreut. Worüber? Na, über deine Nachricht hier. Hallo, Kollegen. Hallo. Wo ist der Fahrer? In den Wald geflüchtet. Ja, Franz, warte mal, du bleibst im Auto. Verdammt, Michael. Ich war ein guter Polizist. Schon vergessen? Michael? Du das? So, mein Freund, so viel zum Thema gelähmte Hand, ja? Sie sind vorläufig festgenommen. Auf geht's, komm. Die Hausdurchsuchung bei Mirko Schneider läuft auf Hochtouren. Der hat das verdammt clever eingefädelt, echt. Erst den Mörder seiner Frau töten und dann Franz alles in die Schuhe schieben. Und zum guten Schluss noch den Selbstmord von Franz inszenieren. Damit wären beide Männer tot gewesen, die Mirko Schneider für den Tod an seiner Ehefrau verantwortlich gemacht hat. Ich frage mich nur, wie hat der Franz in die Stadt bekommen? Naja, er hat wohl geahnt, dass Franz seine Zeit bei der Kripo sehr vermisst. Und hat ihm eine Karte geschrieben, in meinem Namen.
Ich hätte mich damals mehr um ihn kümmern müssen. Dafür hast du ihm noch jetzt geholfen. Ist doch auch was. Tschüss, Franz. Mirko Schneider wurde wegen Totschlags und versuchten Mordes zu 15 Jahren Haft verurteilt. Benjamin Starek wurde wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro verurteilt. Er wurde nicht in das Beamtenverhältnis übernommen.